hallo zusammen, hier bin ich wieder, der Rizzo. Und heute zeige ich euch ganz einfach, wie wir einen sensationellen italienischen Pastateig machen. Und dann koche ich euch noch eine super Spaghetti Aglio Olio. Also bleibt dran. Was brauchen wir dazu? Ganz einfaches Pasta-Rezept, und zwar wirklich aus Sizilien. Das ist das Rezept von Alessios Mama. Und wir brauchen ganz einfache Semola. Das ist ein Hartweizengrieß. Und wir brauchen Eier. That's it. Okay? Also, schaut zu und viel Spaß. Also, ganz einfache Rezeptur. Wir haben jetzt hier 300 Gramm Semola. Hartweizengrieß hier. So, 300 Gramm. Und dazu gibt es mal locker 3 Eier. So, und das war's schon. Das spannen wir hier in die KitchenAid ein. Lasst es einfach nur laufen, bis ein schöner, geschmeidiger Teig entsteht, und gebt kein Salz dazu. Das Salz kommt erst ins Nudelwasser. Dann werden wir gleich noch für eine Pesto. Da haben wir eine Pesto Genovese noch mit dazu. Sachen, die ihr euch wirklich einfach vorbereiten könnt und ein bisschen was über Vorrat macht. Nehmt euch schön Pinienkerne daher. In der Pfanne. So, okay. Teig. Den nehmt ihr dann gleich mal hier aus der Maschine raus. Im Endeffekt, so schaut er aus. Und bei den Pinienkernen sind wir noch stehen geblieben. Pinienkerne ohne Öl einfach hier in die Pfanne geben und richtig schön goldbraun anrösten. Wichtig, ohne Öl, ohne Fett, weil unsere Pinienkerne oder sämtliche Nüsse einen hohen Fettanteil haben und somit auch kein Fett gebrauchen können. So, den Pastateig, den knetet ihr noch richtig schön durch. Könnt ihr auch gerne mit der Hand dann machen. Jawohl. So, und bevor wir ihn weiter verarbeiten, brauche er einfach noch, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde Ruhe. Ihr könnt ihn auch gerne am Vortag schon machen. Mit den frischen Eiern, der frische Teig hält sich so 2 bis 3 Tage. Dann solltet ihr sie auf jeden Fall verarbeiten. So, schön geschmeidig sieht er aus. Ist wichtig. Sehr gut. Okay, that's it. Den schlage ich jetzt in Frischhaltefolie und lasse den mal so richtig schön eine halbe Stunde mindestens jetzt hier ruhen. Und dann geht's weiter. So, ihr Lieben, und jetzt machen wir unser Pesto. Weiter geht's. Dazu die Pinienkerne hier in den Mörser geben. Dann habe ich hier frischen Basilikum.
nehmt ihr euch was daher, zupft die Blätter ab. Wisst ihr, was man den machen könnt? Und zwar hier ab ins Olivenöl und schon mit aromatisiert das über einen längeren Zeitraum, unser Olivenöl. Gebt ihr hier im Mörser schön den Stößel mit dazu und zerreibt die Pinienkerne mit dem Basilikum. Schön zerreiben die ganze Nummer. Oh, dieser Duft, Freunde. Mega, 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 mega. So, jetzt kommt hier Olivenöl noch mit dazu. Gutes sizilianisches. So, dann darf natürlich nicht fehlen. Hey, Ragazzi. Der gute Pfeffer. Hier, schaut mal hier. Also, Pfeffermischung Loose gebe ich gern mit zu. Kleines bisschen von meinem Bergkernsalz. Und zu guter Letzt, ihr Lieben, Pecorino, italienischer Hartkäse von der Schafsmilch. Und die reibt er hier einfach mit dazu. So. Okay. Und dann das Ganze hier schön nochmal mit dem Mörser durch. Freunde, und ihr habt hier ein Pesto. Das ist einfach mal mega. Leute, che gusto. Also, so schaut's aus. Wenn ihr euch da mehr macht, ich habe jetzt hier nur eine Portion gemacht für unser Live-Kochen. Und wenn ihr noch mehr macht, dann einfach in so ein Bügelglas rein hier, wie ich mein Salz gelagert habe. Schön Olivenöl oben drüber und an einem dunklen, kühlen Platz könnt ihr das ganz entspannt über mehrere Tage, sogar Wochen im Kühlschrank halten. Ne? Vorsicht beim Rausnehmen, immer mit einem frischen Löffel reingehen, das ist ganz klar. So viel zum Thema Pesto. So ihr Lieben, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's an die Pasta. Der Pastateig, wie gesagt, der hat schön geruht. Den nehmen wir uns jetzt daher, packen den aus und wenn ihr keine KitchenAid da habt, das ist auch kein Problem, ihr könnt das auch wunderbar mit dem Nudelholz ausrollen, mit dem Nudelholz ausrollen und dann mit dem Messer auch schneiden. Also eine schöne Tagliatelle könnt ihr zum Beispiel auch wirklich mit einem Messer machen. Ne? Gut, ich werde mir hier den Teig erstmal sechsteln. Mache ich mir hier auf mein Blech wieder etwas Semola. Und dann fährt er hier schön durch die Pastamaschine durch. Ich fange hier ganz entspannt bei Stufe 1 an.
So, jetzt ist mir der Teig etwas lang, dann auch für meine Spaghetti, die ich dann zubereite, deswegen halbiere ich den. Nochmal durchgelassen. Und ein bisschen mit Semolade streichen hier. Mal durch das Blech ziehen. Läuft super. So, jetzt je nachdem, wie stark ihr eure Paste haben möchtet, ja, wählt ihr natürlich auch die Stärke aus. Ich mache eine Spaghetti, die möchte schön im Kern noch richtig Biss haben, deswegen mache ich sie nicht ganz so dünn. So, Teig wieder halbieren. So, wieder ein bisschen Semolade drauf. So, das machen wir jetzt hier tippeltappeltour, ne? So, sehen wir da. Teig halbieren. So, super. Ausschalten. Und jetzt kommt der nächste Aufsatz. Dann nehmen wir jetzt den Spaghetti-Aufsatz. Und da ist er. Festmachen. Und dann rein damit. Hier, schaut sie.
Spaghetti. Mega, oder? So, die drehe ich mir jetzt hier schön aufs Blech. Dann habe ich die wunderbar vorbereitet. Könnt ihr auch auf dem Pastaständer hängen, das ist überhaupt gar kein Problem. Dreht ihr euch zu einem Nest zusammen. Ne? Oh, das wird eine lange Skalette. Aber sehr gut. Also hier sage ich mal, das sind mal locker 3 Portionen. Schöne frische Pasta, Spaghetti und dazu gibt es dann die Aglio Olio. So ihr Lieben, also was brauchen wir alles dazu? Für die Spaghetti Aglio Olio gibt es im Endeffekt, na klar, Knoblauch, oder? Also hier, bester Knoblauch, logisch. Dann haben wir hier ein bisschen Chili, Cayenne Chili Schote. Wir haben, bei Rizzo kommt Cocktailtomate mit rein. Frisch gehackte Petersilie. Frische Spaghetti. Und Parmigiano oder hier in dem Fall, ich habe auch ein Pecorino, weil ich habe nämlich noch ein Pesto selbst gemacht für euch. So ihr Lieben, also auf geht's. Nudelwasser ist aufgesetzt, volle Rakete und hier ist wichtig, weil bei dem Pastateig ist kein Salz dran. Das heißt, das Nudelwasser muss richtig schön straff gesalzen werden. So gehört das. Also dort wirklich tatsächlich keine Angst vorm Salz. Schön rein damit. So, dann ist der Punkt, der Italiener sagt, die Pasta wartet niemals auf die Soße. Das heißt, die Soße ist als erstes fertig, Pasta wird gekocht, ab in die Soße, in dem Fall heute in die Aglio Olio und dann wird sie durchgeschwenkt. Also, feuerfrei. Oh, ja, wo gehubbelt wird, da fallen Späne, ihr Lieben. Ne? Das gehört dazu, aber immer schön gleich sauber machen und dann passt das auch. Also, Wok da rein. Und ihr könnt das ganz normal in der Pfanne auch machen, ganz klar. Ich drehe euch mal hier ein bisschen runter noch, dann könnt ihr das vielleicht auch gut sehen, was hier gleich passiert. Und Olivenöl, rein damit. Das kann ruhig reichlich sein. So, in der Zwischenzeit kocht ihr hier schön die Portion Spaghetti, die ihr haben möchtet. Und rein damit. Hier, dafür ist meine Pinzette da. Was brauchen wir jetzt? Knoblauch. Also Knoblauch schneiden. Zack, zack, zack. Passt auf, wenn dort der Strunk drin ist, der da etwas blau ist. Wegschneiden, der enthält Bitterstoffe und für eine Aglio Olio, Leute. Zack, 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 zack. Brauchen wir hier viel Knoblauch. Also rein damit. So, Spaghetti kocht. Läuft wunderbar.
Vorsicht, wenn ihr im Prinzip den Knoblauch hier im Olivenöl drin lasst, der darf nicht zu dunkel werden. Wenn er zu dunkel wird, dann entwickelt er Bitterstoffe. So leicht bräunlich kann er werden. Ja, dann kriegt er so ein schönes, wunderbares, nussiges Aroma. So, hier dazu gleich die Chili. Wunderbärchen. Sensationell. Jetzt gebe ich hier noch ein paar halbierte Cocktailtomaten zu. Ja, die schmelzen sehr schön vor sich hin. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gebt meinetwegen da noch ein bisschen von dem Salz dazu. Ich gebe hier schön mein Bergkernsalz rein damit. Jetzt frische Prezzemolo. Also frische Petersilie. Rein damit. Hier ist Sochi. Also hier ist alles gut. Jetzt noch die Spaghetti überprüfen. Abgießen. Einmal abgießen. So, jetzt die Spaghetti nehmen. Da kann ruhig auch ein bisschen von dem Wasser mit rein, ne? Hep. Jetzt die ganze Geschichte nochmal schön durchschwenken. Deswegen halt mit einer Pfanne, hoher Rand, wäre sensationell, wäre von Vorteil für euch. So, hier nochmal ein bisschen Power drauf. So, das reicht schon. Und jetzt Pasta-Teller. Herr Rizzo, du hast die Spaghetti ganz schön lang gemacht. Aber sei es drum, geil ist es. Das ist die Hauptsache. Also, hopp, schön die Spaghetti nochmal eindrehen hier. Und da kann ruhig alles aus der Pfanne hier, schaut, schön da oben drüber. Mega. So, da geht's hier jetzt. Kommt noch, was kommt drüber? Also hier schön Parmigiano drüber, oder in dem Fall habe ich hier ein Pecorino. Und so, also Freunde. Meine Spaghetti aglio olio, schaut es euch an, kocht es nach. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal und dort kommt in der nächsten, also in der Zukunft dann noch das ein oder andere auf euch zugeflogen. Und ich habe es nicht vergessen, ihr Lieben, hier die Pesto noch dazu. Und die könnt ihr im Endeffekt ganz einfach auf die Spaghetti, wenn ihr die gekocht habt, nochmal durch die Pfanne ziehen und dann wird es perfekt. Also Freunde, danke fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen. Der Rizzo ist raus. Bis die Tage. Ciao. Macht's. Goodbye.